Hallo, mein Name ist Bettina Baumann, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich möchte Ihnen heute den ersten Schritt aus Ihrem Angsterleben anbieten. Zunächst mal ist Angst eine völlig natürliche und normale Empfindung. Jeder Mensch kennt auf die eine oder andere Art und Weise die Angst. Ich weiß, dass ängstliche Menschen oft glauben, sie selber seien ängstlich und schwach. Und die anderen sind angstfrei und stark. Das stimmt so nicht. Wenn Sie einen Menschen in Ihrer Umgebung haben, der behauptet, noch nie Angst gehabt zu haben, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder er lügt ganz massiv oder er braucht dringend einen Termin beim Neurologen, weil bei ihm etwas nicht stimmt. Angst ist ein normales Empfinden. Und ich möchte Ihnen heute die physiologische, also den körperlichen Ablauf der Angst in Ihrem Körper, vor allem in dem Gehirn, beschreiben. Im Angsterleben ist zunächst mal der präfrontale Kortex betroffen. Das heißt, Verknüpfungen, Verbindungen können dorthin nicht mehr geschalten werden. Sie haben das Gefühl, ich kann keinen klaren Gedanken mehr fassen. Alles Vernünftige, Rationale ist im Angsterleben dann oft mehr oder weniger weggeschalten. Bei der Prüfungsangst haben die Menschen das Gefühl, mein Wissen war weg, es war nie weg, es war immer da. Nur die Verknüpfungen, die Verbindungen zu dem Wissen waren blockiert. Das Ganze nennt man neurologische Desorganisation, die sich da abspielt im Gehirn und die Verbindungen, das den klaren Gedanken unterbinden. Wenn Sie über längere Zeit in Angstzuständen leben, ist das limbische System betroffen. Das ist ein Areal hier tiefer im Gehirn, das ganz, ganz wichtige Sachen für uns steuert, nämlich den Schlaf, den Antrieb, die Stimmung, die Sexualität, den Appetit, ganz klar. Und Menschen, die eben lange in Angstzuständen leben, schlafen schlecht, haben schlechten Appetit, was manchmal aber auch ins andere Gegenteil springen kann. Die essen dann zu viel. Mit dem Antrieb ist es ganz ähnlich. Der Antrieb ist vermindert und in manchen Fällen geht es fast in die Hyperaktivität. Das heißt, diese Menschen sind sehr getrieben. Die Stimmung ist ganz klar schlecht. Wer Angst hat, der fühlt sich nicht wohl. Das ist soweit das Erleben hier in dem System. Dann der nächste Teil, der betroffen ist, ist weiter hinten. Das ist der Hirnstamm. Das ist eines der älteren Gebiete in unserem Gehirn. Und wenn der betroffen ist, der ist nicht so sehr clever, dieses Areal. Der kann nicht sehr gut differenzieren. Wenn große Angst kommt oder Panik kommt, und dieser Hirnstamm wird aktiv, kennt er nur drei Möglichkeiten. Das ist die Flucht, der Angriff oder die Erstarrung. Wenn diese ganz große Angst kommt, reagieren wir wie unsere prähistorischen Vorfahren und mit kaum Handlungsmöglichkeiten eben nur diesen dreien. Das setzt sich um, viele Menschen flüchten aus dieser angstbesetzten Situation, vermeiden die dann auch hinterher wie den Teufel. Andere, gibt es auch nicht so selten, reagieren aggressiv, verbal oder auch körperlich. Und die dritte Möglichkeit, wie gesagt, die Erstarrung, das ist die komplette Handlungsunfähigkeit, erstarrt in der Angst, sagt auch der Volksmund. Handlungsunfähig, keinen Gedanken fassen zu können, aus dem Ganzen rauszukommen. Das sind Momente zum Beispiel bei Phobikern, wenn sie diese Angst, dieses angstbesetzte Objekt sehen, sei es Spinne, Schlange, das kann auch eine Katze oder ein Hund sein, dann wird dieser Hirnstamm aktiv und es gibt nur diese drei Möglichkeiten. Andere Möglichkeiten sind zum Beispiel innerhalb einer Panikattacke, die ja sehr massiv sind, oder die Erstarrung in einer Situation, die ja sehr, sehr bedrohlich ist. Jetzt stellt sich die Frage, warum erzähle ich Ihnen jetzt das alles in der Erklärung dieses physiologischen, dieses körperlichen Ablaufs? Ich weiß, dass viele ängstliche Menschen
oft das Gefühl haben, da kommt was ganz Fremdes über mich, ja, vielleicht sogar was Dämonisches, diese Angst überfällt mich und dann bin ich nicht mehr ich selbst. Sie sind immer sie selbst. Und dieser Ablauf, den ich Ihnen jetzt gerade beschrieben habe, passiert in Ihnen. Es ist nichts Fremdes, was da kommt. Es ist ein Spiel aus Botenstoffen, aus Hormonen, aus Verbindungen, aus Verknüpfungen und aus den Blockaden, die daraus dann entstehen in der Angst. Mein Vorschlag ist, werden Sie zum Betrachter Ihres eigenen Angstverhaltens. Sie können ein Stück Distanz von Ihrem Angsterleben gewinnen, wenn Sie in der Angst fragen, wo bin ich gerade? Ja, was passiert gerade mit mir? Kann ich noch einen klaren Gedanken fassen oder kann ich ihn schon nicht mehr? Oder wann genau ist der Punkt, an dem ich noch einen klaren Gedanken fassen kann und wann ist dieser Punkt überschritten? In meiner Langzeitstörung, wie ist mein Schlaf? Was beeinflusst meinen Schlaf? Was beeinflusst meinen Appetit? Was beeinflusst ganz klar meine Stimmung? Wo ist mein Angstverhalten größer? Wo ist es weniger groß? Wo habe ich noch das Gefühl von Kontrolle? Und wo geht mir die Kontrolle oder meine Handlungsfähigkeit komplett verloren? Oder wo und wann ist der Zeitpunkt, wo dieser Hirnstamm aktiv ist, in dem ich der Angst schlichtweg ausgeliefert bin? Werden Sie zum Betrachter Ihrer Angst, Ihres Angstverhaltens, Ihres Ablaufes, Ihrer Angst, und das Ganze ist ein Prozess. Ja, Sie lernen das nicht von heute auf morgen, der Betrachter Ihrer Angst zu werden. Aber ich bitte Sie um Geduld. Das ist oft ganz, ganz schwer für uns selbst, Geduld aufzubringen. Aber seien Sie geduldig und vor allem seien Sie beharrlich. Seien Sie beharrlich in der Betrachtung Ihrer Angst, die Ihnen die Distanz schafft, um den Fuß in die Tür zu kriegen. Ja? In dem Moment, wo Sie den Fuß in der Tür haben, kann sich die Tür nicht mehr schließen. Das heißt, die Angst hat nicht die komplette Kontrolle über Sie. Seien Sie beharrlich und zeigen der Angst auch mal die Zähne oder rasseln Sie mit dem Säbel und geben Sie nicht so schnell auf. Es ist für Sie eine große Möglichkeit, in Ihrem Angsterleben ja, die Kontrolle zu bekommen, die Kontrolle über Ihr Angstverhalten, über Ihre Angst. Ich wünsche Ihnen alles Gute und hoffe, dass Sie, ja, und viel Erfolg beim Umsetzen dieses ersten Schrittes. Dankeschön, tschüss.